Hi, hier ist der Frank von foodbloghamburg.de. Wir sind mal wieder draußen und filmen draußen. Geilstes Wetter. Und ich habe mein Setup hier schon aufgebaut. Ich zeige euch das mal eben schnell. Mein Tisch vom letzten Jahr, den hatte ich ja letztes Jahr schon einmal gezeigt, ist wieder dabei. Und weil ich keine Lust habe, immer da unten auf dem Fußboden rumzugrabbeln, habe ich mir jetzt eine Tonne gekauft. Die werde ich jetzt gleich anheizen. Und dann kommt da die große Platte oben drauf und dann geht das gleich los. Wir wollen heute einen Tomahawk-Steak machen und grünen Spargel. Jetzt kommt mein Jingle und dann geht er los. Ich habe mir schönen grünen Spargel besorgt. Den müssen wir jetzt klein schneiden und müssen hinten immer die Enden abbrechen. So, das mache ich mal eben schnell mit dem ganzen Spargel und dann geht das gleich weiter. So, ich habe das jetzt hinten halt gecuttet. Ich schneide jetzt meinen Spargel in so Drittel. Und dann werden wir den gleich auf meinem Teppanyaki-Grill bzw. auf meiner Tonne schön braten mit ganz viel Knobi. Jetzt sehen wir hier mein schönes Dry-Aged Schweine-Tomahawk-Steak. Das habe ich mir neulich schnell bei Tellermitte bestellt. Super geil, die Qualität sieht ja auch echt klasse aus. Das werde ich jetzt noch ein bisschen salzen und ein bisschen pfeffern und dann kommt das gleich schön auf meinen Grill. Ich tue da jetzt einfach mal so ein bisschen was an. Pfeffer rüber, viel hilft viel. Auf dieser Seite auch. Geil, ein bisschen Salz. Richtig cool. Auf der anderen Seite eben auch. Und dann werden wir das jetzt auf den Grill schmeißen. So, hier ist das alles mega heiß. Und ich tue meinen Steak jetzt hier schön in die Mitte. Dann gibt es da schön Röstaromen und das Muster drauf. Und dann gehe ich hinterher so ein bisschen zur Seite raus. So, wir drehen das jetzt einmal um. Das sieht doch schon ganz cool aus. Ein bisschen Röstaromen haben wir hier schon. Geil. Das lassen wir jetzt von der Seite auch noch mal schön anbraten, Röstaromen bilden und dann ziehen wir das so ein bisschen zur Kante weg und dann fange ich da gleich mal an mit meinem grünen Spargel. So, das ist da schön am Garen und es geht gleich weiter. Jetzt geht das los mit meinem Spargel. Ich mache mir jetzt mal ein bisschen Öl hier hin. Sitt weg ist es und Feuer! Das wollen wir natürlich nicht. Ich nehme mal eben mein Fleisch hier kurz runter. Wir wollen es ja nicht verbrennen mit Flamme. Das kommt, weil meine Tonne nicht ganz gerade steht. Jetzt tue ich mal hier meinen Spargel kurz drauf. Wir braten den an. Jetzt kommt da gleich schön der Knoblauch dazu. Schön viel Knoblauch oben drauf. Und das rösten wir jetzt zusammen schön an. Schön gleichmäßig hier drauf tun und dann rösten wir das jetzt hier schön an. Richtig gut. Ich tue da noch mal ein bisschen Öl zu. Ich benutze ja immer ein Reisöl. Das kann ein bisschen mehr Hitze ab als andere Öle und ist auch schön geschmacksneutral. Ich habe mir noch so ein Knobi-Brot organisiert. Neulich. Mal gucken. Ich werde das jetzt einfach nochmal ausprobieren. Ich glaube aber, dass das funktioniert. Das werden wir jetzt hier auch noch schön mit anrösten. Und dann haben wir gleich hier alles so schön auf den Punkt fertig. Ich muss mal eben schnell anfangen, meine Teller vorzubereiten und dann können wir auch bald anrichten. Ich würde sagen, wir sind hier fertig. Mein Brot ist auch schön hier drauf geworden. Unten so ein bisschen angeknuspert. Ja. Sehr geil, mein Fleisch sieht hier auch schon richtig gut aus. Ich habe eine Kerntemperatur von 61 Grad da drin, verhältnismäßig hoch, wir werden es gleich mal sehen. Die sind hier teilweise auch schon so ein bisschen angebraten, ein bisschen Röstaromen. Bei Instagram geht es hier auch gerade ab wie die Luzi. Ich nehme das Fleisch gleich mal runter und dann schneiden wir es mal an und sehen wir uns das an, wie schön das geworden ist. Jo, da kommt es schon angeflogen. Sieht richtig cool aus. Ich schneide das jetzt hier einfach mal so ein bisschen runter und dann schauen wir mal, wie es geworden ist. Okay, ist durch.
aber trotzdem sieht es nicht trocken aus. Richtig geil. Ich freue mich drauf, es gleich zu essen. Richtig, richtig schön. Boah, geil. So, erster Teller ist angerichtet. Noch ein bisschen Salz hier rüber. Ah, sieht doch genial aus, oder? Ich hoffe, euch hat unser Tomahawk-Steak-Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt ihr mir gerne einen Daumen nach oben. Sollte euch mein Channel gefallen, dürft ihr den super gerne abonnieren. Das würde mich auch echt weiterbringen, wenn ihr uns abonnieren würdet. Macht oben das Glöckchen an, dann verpasst ihr auch keins von unseren Videos. Jetzt in der nächsten Zeit geht das natürlich mit meiner Tonne hier im Garten bei geilem Wetter in Grömitz weiter. Und bleibt dran und du siehst noch super viele tolle Rezepte. Ich sage tschüss, der Frank vom foodblog-hamburg.de. Bis zum nächsten Mal, euer Frank. Ciao, ciao. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay, all I want.